über einen Hacker, Alter. Ich hab ihn 5-mal getroffen auf dem Kopf, der kann nicht mehr. Boah, und ich renne in den MG rein, glaubst du das? Nee, Markus, das nennt man nicht Hacker, das nennt man Heroes and Generals. Mann, ich bin besser als Sven und besser als... Nee, Markus ist noch besser als ich. Wo bist du? Markus ist unter mir, ich bin auf Platz 7, ne? Ja und, aber KD bin ich besser. Wow, er ist KD besser, aber in der Rangliste bringt er uns überhaupt nichts. Jetzt nicht, Verteidigung 2. Geil, genau, im Arsch der Welt gespawnt. Es spawnen alle am Arsch der Welt. Ja, vorhin bin ich nicht so am Arsch der Welt. Weil die Gegner zu nah an O2 dran sind. Er verteidigt O2. Witzig, witzig, dralalalala. Oh lol, hinter uns. Was, hinter euch? Spawncamper, ja, Spawncamper. Oh ja, ich liebe Spawncamper, dafür liebe ich dieses Spiel. Dass die Spawns immer die gleichen sind und darum jeder weiß, boah, die Spawns sind. Hat mich auch gespottet einer. Da oben ist er. Oh, da oben ist auch einer. Oh, du musst hier ohne Mist einmal um die ganze Halle außen rum, um da reinzukommen. Das ist so mies. Oh, da ist auch einer hin. Irgendwo ist da einer. Ja, da hinten. Da oben. Ich bin jetzt oben auf dem Dach von O1. Bing. Oh, da oben ist er. Oh Mann, ich hab schon wieder abgeschossen. Und die Granate fliegt natürlich nicht durchs Fenster. Hast du ihn? Nee, ich bin da. Also bist du gar nicht mehr bei mir. Ja. Doch, der ist down. Eng, ein Panzer kommt, ich weiß nicht, ob es unsere ist. Nee, nicht unserer. Wir verlieren uns. Der tötet jetzt alle beim Spawn. Jawohl, Headshot. Oha. Ja, was kriegen? Haben die Granaten bitte für einen Explosionsradius? Über 6 Metern, One-Hit. Ja, Granaten haben doch nur mal so eine Schadenswirkung. Nee. Nee. Doch. Locker. Eine Granate hat einen 10 Meter Tötungsradius. Ja, und wenn ich eine Granate in den Raum voll mit Gegnern schmeiße, stirbt keiner. Das ist die Logik von dem Spiel. Es kommt ja immer dran an, es gibt ja verschiedene Granatentypen. Es gibt Splittergranaten, Explosionsgranaten. Der wirft eine Handstehgranate und ich werfe eine von den Amis-Granaten. Haftgranaten. Meine tötet keinen. Nein, ich werfe keine Haftgranaten. Ich werfe die Standard-Splittergranaten der Amis. Weil ich habe nämlich keine anderen. Und ich bin der Meinung, dass eine Splittergranate in einem Raum voll mit Gegnern mindestens einen zerfetzen sollte, oder? Und vor allem ist da schon wieder ein scheiß Fahrzeug, das spawn-rappt. Ich hab den abgeschossen von dem Fahrzeug, geil. Aber er stirbt natürlich nicht, war ja nur mal wieder ein Gewehr, das ihn angeballert hat. Oh Mann. Aber wie wir gelernt haben, Gewehre richten ja nichts aus. Okay. Bin immer noch bei O2 am Halten. Noch. Wir kommen über die Laufstege oben rein. Die haben mich gerade aus dem Panzer rausgeschossen. Mit einem Gewehr. Panzerbrechendes Gewehr. Ja, sehe ich auch so. Oh, jetzt von hinten. SPO2. Der ja, da kommen mehrere mit von O. Die kommen gerade mehrere zu O2 rein. Alle von hinten. Und hinter mir. Jo, keine Chance. Hinter mir hockt natürlich wieder ein Sniper bei O2. Nee, das ist ein Panzer. Nein, die haben Sniper und Panzer hinter uns. Den Panzer konnte ich ausweichen, aber der Sniper hinter uns hat mich weggehaut. Warum spawnt man bei der gleichen Stelle ohne Scheiße? Das ist witzlos, ja. Das Spiel ist schon wieder richtig scheiße und keiner hat mehr Bock auf dieses Spiel. Und vor allem ist dieses Gewehr auch nicht besser. Es ist einfach ein Gewehr und daran liegt, dass es scheiße ist. Komm schon! Der rennt zwischen meinen Schüssen einfach zickzack durch und ich werde natürlich wieder mit einem Headshot one-hitted vom Arsch der Welt. Wo hockt denn der? Hey. Jo klar, durch die... Ja, ist Kill. Boah, kann mal irgendjemand O2 verteidigen? Wir haben gleich verloren. Können wir nicht, weil wir einfach jeder weil wir einfach immer gleich spawnen. Ja. Das ist das Problem. Ja. Du hast einfach keine Chance. Du hast die Logik von Heroes and Generals erkannt. Es ist LTK, die sind gut. Oh, ich wurde wieder geheadshottet. Von irgendeinem Sniper am Arsch der Welt. Der mit ey, nur wir müssen mal bei A3 spawnen, Alter. Ey, der macht nicht mal Headshots. Der macht ja nicht mal Headshots, sehe ich gerade. Spawn mal bei A3, weil... Bringt nichts mehr. O2 bringt nichts. Nee, O2 ist komplett gesaved.
Ah, okay. Ja. Aber wir kommen nicht mehr hin, weil die einfach jetzt ja, A3. Ja, kommen wir auch nicht hin, Alter. Ja. Da läufst du erst einmal 5 Minuten und danach stehst du vor dieselben Panzer. Besser als 50 Mal zu sterben. Es gibt nur den einen Eingang. Du stehst trotzdem vor die Panzer. Du kommst nirgends anders rein. Du kannst natürlich über O1 laufen. Dann hast du jetzt aber ungefähr einen 8 Minuten Fußweg. Bis dahin haben wir O2 nicht mehr. Okay, ich werde schon abgeschossen. Jo, klar, Hacker. Nee, nicht Hacker. Das war ein Headshot. Ja, und? Headshot One-Hitten. Ja, ach nee. Das wäre praktischer, wenn sie das täten. Nee, nee. Also, yo, von wo kommen da bitte die Schüsse? Ich sehe niemanden, der schießt, aber ich krieg Damage. Dann in falsche Richtung, Jungs. Warum ist eigentlich noch O2? Jetzt haben wir es wieder gesetzt. Keine Ahnung. Irgendeiner von uns ist da drin und der hält die richtig auf. Boah, ich werde die ganze Zeit abgeballert und jetzt werde ich richtig... Yo, und wieder ein Headshot von irgendwo. Da hinten auf dem Berg steht einer mit der Schnellfeuerwaffe. Jo. Leute, dieses Spiel ist für den Arsch. Holt's euch nicht, das Spiel ist scheiße. Deswegen spielen wir schon 28 Folgen davon. Nur um euch zu zeigen, wie scheiße das ist, um zu verhindern, dass ihr irgendwann selber auf die Idee kommt, das zu spielen. Tot. Du rennst raus und ist tot, Alter. Was ist das, ey? Ich glaube, ich schaff's diesmal in O2 reinzukommen. Glaube ich nicht. Ich glaube schon, weil... Oh nein! Ich bin drin. Ich wurde aber abgeschossen. Irgendjemand hat hier versucht, mich hart zu trollen und direkt davor zu töten. Das gibt's nicht, Alter, das gibt's nicht. Ich hab den Sniper gefunden. Gut, dann töte ihn. Ja, töte ihn, er hat einfach mich getötet. Schneller. Ja, dann komm von hinten und töte du ihn. Alter. Aus dem Dach ist ein Gewehr. Hab ihn. Komm, ist ein Gewehr. Ja, hol dir sein Gewehr. Und dann gibt's auf die Fresse. Was? Eine Maschinenpistole nur? Was für eine schlechte? Das ist seine Waffe? Der Sniper schießt mit einer Maschinenpistole? Okay, dann haben wir hier wirklich einen Hacker. Yo, Alter. Also es war... wieder. Der Typ war ein... Ich sollte das so als letztes Test. Nein, du spielst einfach nur Scheiße. Ja, dass wir das testen, wie scheiße es ist. Von hinten schon wieder? Ja! Was war das jetzt? Ich schieße jemand mit dem Gewehr ab, in dem Moment backt er sich einfach nach rechts, bekommt keinen Schaden, macht einen Schuss mit seinem Maschinenpistole und ich bin tot und es war noch nicht mal ein Headshot. Ja, sag ich doch. Der Typ ist echt ein Hacker. Jungs, ich hab es. Was hast du? Das Gewehr? Ja, schön. Und wie verteidigst du damit jetzt O2? Ich mach's weg. Okay, Markus verteidigt O2, das ist gut. Bin drin, Alter. Und hier liegt eine Schnellfeuerwaffe. Hier liegt eine Schnellfeuerwaffe. Yes, Crease Gun. Jetzt bin ich wieder back im Game. Ich habe eine Schnellfeuerwaffe. Ich auch. Und oben auf dem Dach hinten Sniper-Raum. Wo? Direkt über mir. Ich habe ihn markiert. Und hinter mir sind sie auch. Geil, die sind schon wieder in unserem Spawn drin. Aber er wurde auch direkt getötet. Vorne, Futur. Ist auf dem Dach. Alter, das Sniper, das ist richtig. Das müsste... Also, kommt mal einer her, wenn ich sterbe, nimmt das Gewehr und probiert mal. Ich habe auch eins. Genau da, wo ich gespawnt bin, lag eins. Und jetzt ist es despawned, weil ich noch unsichtbar war, konnte ich es nicht aufheben. Oh, das ist bitter. Fickt euch. Alter, das ist richtig geil. Das Gewehr ist richtig geil, ich weiß. Nur das Problem ist, wenn du jetzt stirbst, liegt deine Waffe da und nicht das Gewehr. Sicher? Ja. Das ist warum auch der Typ, wo du ihn eingesammelt hast, eine Maschinenpistole da lag. Nee, das war kein Sniper. Der Sniper war hinten dran gestanden. Da hat einen anderen getötet. Das ist so. Zumindest war es vom Patch so. Nein, ich habe einen Teamkill gemacht. Okay, aber das kann ich. Soll ich mir O1, ich will auf jeden Fall die Aufklärerklasse spielen. Alter, ist die Waffe geil. Okay, wer jetzt beide Ziele sicher hat, hat gewonnen. Das heißt, wir brauchen O1 wieder, um zu gewinnen. Das ist jetzt so ein Bin ich da. Pass auf, von hinten kommen sie wieder. Ja klar, ich pumpe den schon wieder ein halbes Magazin in die Hüfte, er dreht sich um, gibt mir 2 Schuss, ich bin tot. Irgendwas stimmt bei diesen Spielen nicht. Ich hab ihn gespottet, das ist so bad balanced, Leute. Ist so bad bei Lost. Auf dem Dach oben steht einer. Bei O2. O2. Was auf dem Dach? Ja. Hol ich mir. Auf dem Dach oben bei O2. Was? O2? Hab ich? Da ist ein Panzer direkt vor O2 Tür. Das finde ich auch wieder sehr witzig. Nee, sehe ich nicht. Scheiße, die Bäume. Das sind 2 Panzer direkt vor der O2 Tür. Das finde ich gleich noch witzig. Nee, der ist hinterm Dach, da komme ich nicht hin. Oh, ihr müsst O2 verteidigen. Ich kappe ja O1. Ja, aber hier sind 2 Panzer vor der Tür. Scheiß Granate. Okay, wir haben gehabt.
Ich bin drin bei O2, ich bin drin. Ja, auf dem Dach ist down. Ich bin bei O1 down, Alter. Komm schon, und die Granate muss einfach sitzen. Sie muss einfach... Die sitzt. Yo, der kriegt wieder gar keinen Schaden, obwohl er neben der Splittergranate steht. Das finde ich so mies bei dem Game, dass ich immer gewonnen hätte, werde von den Dingern. Yo, ich habe einen gekillt von LTK, Scatman. Aber das sind einfach drei Stück von denen bei O... bei O2. Nicht, die sterben. Und ich habe sie auch noch beide in die Luft gejagt. Ich habe alle drei mit Granaten gekillt. Jawohl. Aber jetzt ist es neutralisiert. Es ist neutralisiert, weil ich zu langsam war. Fuck. Im Alleingang für drei Leute ausgeschaltet, aber da waren noch mal zwei Stück, nur mal so aus dem... Ja, die Panzer stehen da vor der Tür, die leeren. Also ein Panzer ist noch besetzt. Ich krieg grad so viele Abzeichen. Es war cool, dass ich den Kill grad gemacht habe. Vielleicht gehe ich Level ab. Ah ja, geh mal. Oh, und Sprengstoff Level 2. Einer auf dem Dach, einer auf dem Dach. Vorsicht. Ich hab's gerade geschafft, in einer Runde Sprengstoff Level 2 zu werden. Und wir verlieren gerade eben. Wir verlieren richtig. Die haben schon 50%. Über. Ja. Die haben 50%. Ich fahr die Panzer zu A1 rein. Mir ist scheißegal, wir brauchen O2 Futur. Ja, wir haben verloren. Und tschüss. Beispiel, ein dich. Stern ficken. Kein Stern, Alter, keinen, ey. Ohne Witz, null. Level up. Und Leute, das war's dann noch mit der heutigen Frage. Heroes and Generals, zusammen mit Markus und Futur. Und wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao. Scheiße.